Ich begrüße hier den Mohammed ganz herzlich. Schön, dass du mitmachen wolltest. Seit 6 Jahren bin ich da. Ich bin Modedesigner vom Beruf. Und was sind deine Ziele mit deinem Geschäft? Ich baue mir eine Marke auf, die auf einen Alltagsmodus basiert ist. Wir versuchen jetzt in Jordanien in einem Flüchtlingslager von den syrischen Flüchtlingen, Zaatari-Lager, dort einen Produktionsplatz zu schaffen, wo wir dort produzieren, damit wir auch die Menschen helfen können, für denen einen Arbeitsplatz zu schaffen. Hast du eine Ausbildung 3 Jahre auch durchgezogen oder wie hast du es gemacht? Nicht komplette 3 Jahre. Die haben gesagt, okay, wir geben dir Bücher. Du kannst das einfach alleine lernen. Aber von Wut, von Willen habe ich das geschafft. Also Familienvater, 3 Mädchen, 6 Jahre in Deutschland, Modedesign, Atelier. Mohammed, fühlst du dich wohl in Deutschland? Mit 14 habe ich meine Schule verlassen und dann bin ich in diesen Beruf eingestiegen. Ich denke, ich bin so Künstler, ich denke auch ganz frei. Sei nicht nur für dich, sei für alle genau, wie du für dich bist.